Was hast du gegessen? Hast du eine Tomate gefunden? Aha, lecker. Der Kater hat einen Ball, einen Spielball. Wir sind hier auf dem coolen Campingplatz von Esther. Also hier haben wir das schöne Tiny House. Das gehört natürlich nicht uns, sondern Esther. Und jetzt dürfen wir mal ein Abenteuer erleben. Und zwar fahren wir Boot, rudern wir. Hier gibt es nämlich einen coolen See und einen kleinen Strand. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Echte Natur. Echte Ruhe. Die Zeit rast so schnell. Ständiger Druck. Wohin kann ich treten? Wohin kann ich gehen, ohne mich zu verletzen? Was kann ich sagen, ohne andere zu verletzen? Was darf ich tun? Wie weit darf ich an meine Grenzen kommen, bevor ich zusammenbreche? Wie weit meine Bedürfnisse zurückstellen? Wohin gehen? Man das Gefühl hat, man findet den Weg nicht mehr. Wohin geht man dann? Zurück? Kommen die Geliebten und folgen einem? Oder weiter vor? Es gibt keinen klaren Weg. Der Weg des Lebens ist nicht klar. Und auch wenn die Gesellschaft uns vorgibt, wie wir zu gehen haben, heißt es nicht, dass dieser Weg jedem gut tut, dass dieser Weg für jedermann gleichermaßen von Vorteil ist. Das ist es nicht. Wir legen unser Glück ein paar Menschen in die Hand, die meinen, regieren zu wollen, wie sie glauben, es sei richtig. Aber was ist schon richtig in solchen Zeiten? Und dann findet man plötzlich Dinge, die man noch nie zuvor gesehen hat. Einfach nur, weil man einen anderen Weg gegangen ist. Ein Pilz. Wow. Sieht aus wie eine Styroporkugel. Was ist richtig, was ist falsch? Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Niemand weiß es. Und es gibt immer noch die Leute, die behaupten, sie wüssten es. Die behaupten, sie wüssten es für eine ganze Generation. Es gibt viele Wege. Es gibt nicht nur den einen. Die Welt ist so groß. Man kann nicht behaupten, der eine Weg sei der richtige. Nur weil er für Person A passt, heißt es nicht, dass es für Person B passen muss. Der Weg ist oft versperrt. Aber wir halten durch und finden eine Möglichkeit, dorthin durchzukommen. Lass uns zurückgehen. Was? Lass uns zurückgehen. Manch einer braucht Begleitung und Übung, den unsicheren Weg zu gehen. Aber durch Übung und Begleitung geht es immer besser. Von Mal zu Mal. Und irgendwann sind sie groß und gehen alleine ihren Weg. Und dann ist es doch wichtig,
dass wir sie zu verantwortungsbewussten Menschen erzogen haben, die eine Meinung haben, sich eine Meinung bilden können und eine Wertevorstellung haben. Und wenn sie sicher gebunden sind, kommen sie gerne nach Hause zurück, sind gerne bei der Familie. Und erleben es nicht mehr als Last, bei Mama und Papa zu sein, sondern als ein Abenteuer. Tschüss, Kater! Wenn du so sitzt, Fabi, fühlst du dich dann sicher? Wenn du dich bei mir so festhältst, fühlst du dich dann sicher? Oh, jetzt habe ich den Einstieg verpasst, du musst noch mal raus. Nein, wirklich? Oh, ja. Nein, ja. Quatsch, nein, ist okay, Spaß. Ruder ranhalten. Ja, Lerne. Ruder ranhalten. Guck doch mal, es geht doch ganz toll. Das Auspacken oder das ist eine gute Idee. Können wir paddeln? Nein, noch immer, wenn wir. Jetzt wenden wir. So. Denn da, wo Papa und Lerne sind. So. Yes. Da ist vorne. Und nein, das ist doch das Witzigste beim Rudern. Man rudert rückwärts. Ihr rudert, genau. So. Jetzt lasst mal euer Ruder drauf. Genau. So, Deli, richtig einfädeln mit dem Gummi zwischen die. So. Okay. Nee, du ziehst es zu dir und dadurch schiebst du uns vorwärts an. Hoch, runter und zu dir ranziehen. Und jetzt gleichzeitig. Oh, unser Kater. Ja, der ist jetzt traurig, weil wir weg sind. Findus? Ich wollte keinen kratzenden, beißenden Kater in den engen Boot haben. Wo ist er hier? Warum lässt du nicht hören? Ich will ihn mitnehmen. Ich würde gerne nochmal zurück. Warum zurück? Mitnehmen. Oh, das fällt ja richtig raus. Okay, Findus, wir kommen. Ja. Wo bist du? Also wenn du... Findus, wir kommen! Das war's schon, Bootstour beendet. Nein. Kater? Kater, hier von dir! Wo ist er denn? Findus! Was? Oh, wie süß! Jetzt steckt das Paddel doch rein. Komm, Findus, komm rein, ist gut. Trau dich. Komm, trag ihn einfach rein. Ah, wo bin ich jetzt? Ich jetzt so. Und nochmal. Nee. Das garantiert nicht im. Ja, eben. Und selbst wenn, ich habe gestern von Esther gelernt, Katzen können schwimmen, sie mögen es nur nicht. Ja, das weiß ich auch. So, Start Nummer 2. Macht nichts. Paddel hoch, Didi. Hoch und dran. Ran ans Boot. Nee, andersrum. Okay. Ah! Na, vom Schilf angegriffen. So, Liane. Kommt jetzt ihre Holzspielkiste. Findus frisst hier so gemütlich. Die Kinder machen das, worauf wir, nicht so stolz sind, aber es passiert ja auch. Sie schauen einen Film. Und Daniel bewirbt sich jetzt als Motivationscoach. Erfolgscoach. Mal schauen, er ist schon in der engeren Auswahl. Und muss jetzt, was musst du jetzt machen als nächstes? Die Probeaufgabe über Positionierung, Feedback geben einem Testkunden, dass ich so tue, als sei ich schon Coach. Ja, macht man halt so. Keiner will mein Zeugnis sehen, niemand interessiert sich für mein Abi oder meinen Studienabschluss, sondern es geht darum, kann ich das, mache ich es gut und das zeige ich jetzt. Los geht's! Und jetzt bereitet er sich vor und schaut ein 37-minütiges Aufgabenvideo und dann wird das Coaching aufgenommen. Wir sind sehr aufgeregt, denn das könnte tatsächlich mal cool werden, wenn Dani
in ein bereits bestehendes Coaching-Team käme. So, das war's von uns. Ansonsten stehen wir hier gerade auf einem Werkstatthof, denn unser Keilriemen ist kaputt und damit können wir nicht weiterfahren. Hier ist ein ganz alter Trabant-Friedhof und da finden wir einen... Ja, das sind alles Trabis. Ganz süß. Schaut mal. Hier ist ein alter kleiner Bulli. Süß, oder? Mal gucken, ob wir da reinkommen. Oh, wie süß. Pitti Platsch. Das sind die ganzen DDR-Stofftiere. Pitti Platsch, das Sandmännchen. Frau Elster. Wie heißen die? Monchichis. Herr Fuchs, Schnatterinchen, wie heißt der nochmal? Moppi, genau. Süß. Mit den Tieren hat er den hierher gebracht. Guck mal, das sieht ja voll süß aus. Aber hier gibt es kein Reinkommen, aber das ist ja Holz. Na, siehst du? Hier geht's nicht rein. Wie cool, oder? Wow. Ja, auf jeden Fall stehen wir jetzt hier rum und warten darauf, dass wir unseren Sprinter reparieren lassen können, denn das Geräusch ist ziemlich schlimm. Der Keilriemen oder irgendwas hört sich gar nicht gut an. Aber jetzt sehe ich das auch endlich. Das ist ein normaler Sprinter von der Höhe und unser hat nochmal diesen Teil oben drauf. Jetzt sehe ich auch den Unterschied endlich, warum unser nochmal höher ist. Ich habe gelernt, das, was hier sich dreht, das ist die Wasserpumpe. Dann ist da noch mit dran die Servolenkung, irgendeins von diesen Rädern. Und natürlich die Lichtmaschine. Genau, alles, was halt einfach nur schon läuft, einfach nur, weil der Motor läuft. Das ist prima. Aha, so geht das also. Pust, pust! Der Schlauch hat mehr Pustkraft als ich. So, während der Sprinter jetzt gerade vorne an der Werkstatthalle steht, da findest du hier in der schönen Natur zwischen den Autos spielen. Na, Kater? Wie ist es? Husch. Seil erbeutet. Über welche Spule läuft. Ich habe keine Skizze gemacht, weil jetzt, als wir ankamen, ja schon nichts mehr da war vom Riemen. Sonst hätten wir es vorher noch eventuell sehen können. Aber an sich muss es ja im Laufe der Bewegung auf jeder Rolle einmal richtig rum drauf sein. Entweder innen oder außen. Das kann man leicht unterscheiden. Gucken wir mal. Ja, an sich nichts. Aber es muss da jedenfalls los. Tja, er ist natürlich nicht mitgekommen in die Werkstatt. Er wollte nicht in der lauten Halle sein. Er hat sich hier unter den Autos versteckt. Aber jetzt bin ich rausgefahren aus der Halle hier auf den Hof, die Tür geöffnet und schwupp kam er reingesprungen. Hat er ungefähr 2 Stunden hier ausgehalten und auf uns gewartet. Und der hat meinen Platz eingenommen, jetzt kann ich nicht fahren. Findus will wohl steuern. So. Danke, Herr Gries. Hier bin ich.